KinoCast. Fangen wir an? Ja, fangen wir an. Ich muss nachher noch gucken. Fangen wir mal an hier. Hallo und herzlich willkommen. Ein Wunder, dass wir heute beisammen sind. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Ein Wunder, hallo. Und ja, schönen guten Tag auch von mir, vom Erik. Und ich habe damit schon mal ganz dezent eingeleitet in unseren Sneak-Film der Woche, den wir hatten. Ach Gott. Wanda, mein Wunder, der auch getippt wurde. Und zu dem kommen wir nachher gleich. Und bei den gesehenen Filmen gibt es heute noch irgendwie Teil, was ist das? Jetzt muss ich überlegen, 6 oder 7 aus der Eberhofer-Reihe. Kaiserschmarrn-Drama habe ich mir gegeben. Ich bin ja totaler Fan. Es könnte leicht gefärbt sein, meine Kritik. Der Spion habe ich nachgeholt. Da hatte Chris vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen. Aber der läuft demnächst auf Sky an. Und ich habe mir blöderweise den jetzt noch ausgeliehen. Aber jetzt kam die Meldung, er läuft bald auf Sky. Also hätte ich mir es sparen können. Aber es war es wert. Und ja, mal gucken, ich habe noch einen Heilfilm geguckt und auf Sky läuft auch Super Intelligence, ein ja, Geheimagenten-Action-Komödie mit Melissa McCarthy. Mm. Dazu später mehr. Serien haben wir auch, Big Sky, neue Folge Book of Boba Fett, Cobra Kai und mal gucken, was uns noch so einfällt. Rätsel gibt's auch, sehe ich hier. Mhm. Fangen wir gleich mal an, huh? Chris. Ein Wunder, okay. Huh? Also, ja. Muss ja dazu sagen, wir waren diesmal richtig in großer Runde mal wieder in der Sneak seit langer Zeit. Und die, die sonst so mitgekommen sind, die haben wirklich sich aufgespart, damit sie mal einen richtig, richtig guten Film sehen oder haben drauf gehofft, dass da vielleicht ein richtig guter Film kommt. Allein von den Tipps hätte man schon irgendwie ahnen können, das wird jetzt nicht gerade ins obere Regal gegriffen. Vielleicht ist auch momentan die Situation bei Sneak-Filmen oder überhaupt bei Filmen, die für die Sneak freigegeben werden, vielleicht etwas dünne, dass man doch eher, ich sag mal so, in die ZDF-Nachmittagsunterhaltung greift. Wanda, mein Wunder, ist der neue Film von Bettina Oberli. Da hatten wir auch schon mal einen Film in der Sneak, da fällt mir gerade der Name nicht ein. Und da geht es darum, eine Familie, eine etwas reichere Familie in der Schweiz, der Vater, der Patriarch der Familie, der Firmengründer, den ganzen Reichtum in die Familie da gebracht hat mit seinen Aktivitäten, der ist bettlägerig und braucht eine Pflegerin und heutzutage, ja, man greift dann gerne in den Ostblock, um sich eine günstige Pflegerin, die dann 24 Stunden da ist, zu holen und das machen die halt auch und die Wanda, deswegen Wanda mein Wunder, kommt dann in diese Familie und so ein bisschen komisch erzählt, so mit hin und her und Rückblenden und Vorblenden und irgendwas. Also es wird teilweise so ein bisschen in Rückblenden erzählt, wie sie damals in die Familie gekommen ist und was dann so alles passiert ist, denn ja, sie wird dann relativ schnell so richtig auch Teil der Familie. Manche akzeptieren sie nicht ganz so richtig, die haben dann auch immer irgendwelche dummen Jokes und sowas parat, weil sie ja Polin ist und sie lebt... Sie ist auch nur die Angestellte. Ja, sie lebt dort im Souterrain. Erinnert mich hier an mein Homeoffice/Aufnahmekeller. Und ja, da gibt es noch mehr. Also sie hat dann auch ein Verhältnis kann man es nicht nennen. Also der alte Mann, der bettlägerige Mann, bezahlt sie auch immer, dass sie mal mit ihm ein bisschen rummacht. Und wie weit wollen wir eigentlich vorgreifen? Also das hat dann Folgen, sagen wir es so. Was im Trailer auch zu sehen ist. Kommt das im Trailer? Also der Mann liegt rum. Ist halt bettlägerig, eigentlich aus dem Pflegefall, deswegen ist sie ja da zur Unterstützung von ihm, wird allerdings munter eingeplant von der Dame des Hauses mit, ja, du kannst noch das machen, du kannst noch das machen, weil es steht ja auch der Geburtstag vor der Türe vom Hausherr, der das alles bezahlt, weil die Firma so toll Geld abwirft und sie unterstützt ihn ja nicht nur beim Anziehen und Essen und was weiß ich was, sondern wie drückt man es am besten aus, dass es... Sie ist immer auch sexuell gefällig. Sie bumsen, ja. Also, wobei das Erben einseitiges Vergnügen ist, würde ich sagen. Ist ja egal, darum geht es ja nicht. Und davon wird sie schwanger.
Und das ist halt auch im Trailer zu sehen, deswegen kann man das auch ja, mal so der, sagen. Der Sohn der Familie hat sich auch irgendwie so ein bisschen Hoffnung gemacht auf sie, ne? Das ist auch irgendwie noch so ein Thema. Die Tochter der Familie, die hat die ist irgendwie so ganz abweisend zu ihr und die hat so einen komischen Typen am Start, so einen Rechtsanwalt oder sowas und die können keine Notar. Kinder bekommen, ja. Und jetzt kommt halt nun ein Eigenfleisch und Blut in die Familie. Also der Vater, der ist da auch ganz pragmatisch, der, ja, das ist mein Kind, das habe ich gemacht, das will ich akzeptieren und ja, so. Er hat ja auch eine Background-Story, warum er da so euphorisch ist, weil er dachte, er kann keine Kinder mehr machen. Ja, und jedenfalls haben nun die anderen Kinder, die anderen zwei, die haben nun ein bisschen Angst um ihre Erbschaft, weil die dann eben nicht durch zwei geteilt wird, sondern durch drei. Und ja, bei der großen Menge, um was es da geht, das macht wohl einiges aus. Und sie wollen da alles versuchen, dass das eben nicht stattfindet und wollen andere Möglichkeiten finden. Was sich jetzt so ein bisschen lustig anhört, so das Ganze, das zieht sich doch ganz schön irgendwie. Und ja. Sag mal so, wenn es, was weiß ich, eine französische Komödie in derselben Art gewesen wäre, da hätten wir bestimmt mehr gelacht, weil da, die haben irgendwie so diesen Humor ein bisschen besser on point in vielen Komödien, wenn ich so an die letzten Sachen zurückdenke, die wir da hatten mit der Familie, wo die eine da den afrikanischen Freund anbringt, den sie heiraten will und so weiter, ne? Ja. Aber hier ist es doch, ja, ein bisschen zäh und, auch so ein bisschen ZDF, das kleine Fernsehspiel lastig, so kommt nicht so richtig in Gang. Ach, die Kate war ja auch diesmal mit dabei, ne? Wie fandst du es denn so? Ja. Stimmt ja. Ach, ja, es war kein Wunder, finde ich. Ja, ich finde es, also grundsätzlich ist es irgendwie schwierig, das Thema Pflegekraft und Mann muss gepflegt werden und hat eigentlich ja eigentlich eine funktionierende Familie, aber die brauchen halt trotzdem Hilfe und dann wird die Pflegekraft halt noch für andere Dinge mit eingespannt. Und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass das alles unter der Hand läuft, also dass die quasi bar bezahlt wird, aber also nicht irgendwie versichert ist oder irgendwie, dass es halt einfach schwarz läuft quasi, was ich auch seltsam finde, wobei ich das nicht weiß, wie das in der Schweiz funktioniert. Der Film war so zäh, der war so unfassbar zäh. Ich konnte mich überhaupt nicht damit anfreunden. Mir ging der ganze Film richtig, richtig auf die Nerven. Ja, nein. Ich kann in dem Film kein gutes Haar lassen. Also weder fand ich die Schauspieler besonders gut, noch die Geschichte, noch die Machart von dem Film. Der war ja in so wie in so Kapitel aufgeteilt. Das war einfach nur langweilig und zäh und öde. Ich habe schon zum Chris gesagt, hier mit den Kapiteln, als dann da stand irgendwie Kapitel 3, habe ich schon gesagt, wenn sie jetzt hinschreiben würden, 3 von 5, da würde bestimmt das halbe Kino aufstehen und gehen oder so. Ja, aber das hat sich echt so, weil man dachte immer, oh, jetzt könnte es eigentlich mal vorbei sein. Nee, Kapitel 3, Kapitel 2, Kapitel 3. Also, ich glaube, der Film, der krankt so ein bisschen an diesem Anspruch, da diese Sozialkritik noch mit reinbringen zu wollen. Eben, dass die Polin, die hat halt zu Hause diese alleinerziehende Mutter und hat die Kinder irgendwie bei Vater und Mutter untergebracht, die eigentlich studiert haben und trotzdem keine Arbeit finden und so. Und diesen ganzen Überbau, diese Kritik, dass eben diese Frau nun irgendwie in ein fremdes Land fahren muss und da alles machen muss, putzen und sonst was, obwohl sie eigentlich dann vielleicht andere Chancen gehabt hätte. Ich glaube, der macht es ein bisschen kaputt. Klar steckt das alles drin und ich meine, wenn man so einen Film hätte machen wollen, dann hätte man es machen können, aber wenn man eher so eine Komödie und das Poster, was ich gerade vor mir sehe, hier auch bei der Filmbeschreibung, das deutet eher auf so eine Komödie hin, ne? So eine Familie mit Hund und sonst was hier und mit Kuh auf dem Brust und so. Du denkst halt, sieht nach so einer lustigen Familienkomödie aus und dann ist halt noch dieser Überbau da mit drin, der da noch mit aufgedrückt wird. Schwierig, ja, schwierig, weil halt das ganze Drama der Familie da episch ausgedappt wird und aber eben nicht episch gut, sondern teilweise episch ein bisschen plump auch und ja. Zähe Geschichte, teilweise ein bisschen bisschen bescheuert einfach auch. Also
Mir ist klar, dass es nicht für jeden was ist. Ich denke, es gibt wieder sehr, sehr viele, die den Film komplett abfeiern werden oder schon abfeiern, weil er eine ganz andere Geschichte mal erzählt. Ich denke, man hätte es knackiger halten können, kürzer halten können. Manches war teilweise so abstrus und so. Ja, ich erinnere nur an die Szene mit der Urne, mit den Kindern und der Urne noch. Also, ja, der Film hat, sagen wir mal so, er hat nicht sehr viel Rücksicht genommen auf irgendwelche Bereiche, was ganz cool ist, nur, ja, ich glaube, es hat nicht bei jedem wirklich funktioniert. Ja, ich dachte, Kate wollte noch was sagen, deswegen habe ich extra mal gewartet hier. Sie hat schon zwischendrin. Du wolltest doch nichts, oder? Nee, ich habe gegähnt, Entschuldigung. Also ich hab hier nur so zwei, bei Moviepilot stehen zwei Kommentare zu dem Film drin. Die sind beide sehr wohlwollend. Also einer hat 8, einer hat 7,5 gegeben. Jeweils von Filmkritikern mit einer seltenen Mischung aus Sensibilität und Sarkasmus sowie einem exzellenten Ensemble implodiert hier der wohl situierte Status quo einer Schweizer Familie, als deren polnische Pflegerin von ihrem Arbeitgeber schwanger wird. Ja, ich weiß nicht. Gerade was so dysfunktionale Familien angeht, da habe ich bei Succession eigentlich hier ein viel besseres Vorbild an Serien, wie sowas geht. Weil hier in der anderen Kritik, die hier für film-rezensionen.de, was hier drin steht, eben, dass die dysfunktionale Familie, dass das so toll dargestellt wäre, wo niemand mit niemandem kann und alle schrecklich unglücklich sind und so. Ich weiß nicht, das ist bei Succession, das bringt es irgendwie viel besser auf den Punkt in der Serie. Und es war einfach hier so läppsch irgendwie. Also das war irgendwie nix. Vor allem auch die Motivationen von den einzelnen Personen, die sich während des Films ohne erkennbaren Grund plötzlich gedreht haben. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, okay, gerade hier die Sophie, die Tochter, die immer plötzlich so war und dann dreht sie plötzlich völlig in die andere Richtung und dann dreht sie wieder zurück. Oder der Jakob Matschens, den wir zuletzt hatten in diesem Film mit diesem Quadrat, wo die dieses Bild da geschmuggelt haben auf dem Kreuzfahrtschiff, der auch so erst war total verliebt und dann plötzlich gar nichts mehr. Und irgendwie war das ein bisschen vom Drehbuch her ein bisschen komisch geschrieben, irgendwie fand ich. Deswegen hat es auch schwer gemacht, da so richtig am Ball zu bleiben und zu folgen. Und dann, wie gesagt, noch dieser sozialkritische Überbau, der dann, ja, ich verstehe ja, dass wenn das Anliegen ist, das mit reinzubringen, okay, aber wenn man lustige Sachen machen will, dann sollte man es vielleicht lieber rauslassen, damit es nicht ganz so düster wird. Naja, also von mir, ich habe mich jetzt nicht so sehr geärgert über den Film, da. Deswegen gebe ich da mal so 5 Punkte. Das ist so Durchschnittsfilm, den habe ich wahrscheinlich. Ich war froh, dass ich bis heute noch halbwegs ein bisschen was gemerkt habe, was da passiert ist. Ich glaube, nächste Woche, wenn ich jetzt noch 2, 3 Filme geguckt habe, dann habe ich vergessen, was da in dem Film war. Und deswegen so völliger Durchschnitt. Was gebt ihr? Ich habe ihm 4 Punkte gegeben. Okay. Ich habe ihm auch 4 Punkte gegeben. Wobei ich überlege, ob ich es runterwerte auf 3. Ja, ich werte es runter auf 3 und keine Weiterempfehlung. Okay. Ja, Weiterempfehlung habe ich auch nicht gegeben. Ne? In unserer Gloria Sneak Facebook-Gruppe, wo ihr gern teilnehmen könnt, followen könnt, joinen könnt, wie auch immer. Wie nennt sich das? Mitglieder werden? Ja, irgend sowas. Mitglied werden. Eintreten könnt. Ja. In der Gruppe beitreten. Genau. Das kostet nur 5 Euro im Monat. Oder 200 Euro im Jahr, je nachdem, wird es günstiger. Wir kommen da alle, 5 Euro im Monat, 200 im Jahr, jetzt ja, günstiger genau. Geworden. Alles klar. Ja, genau. zu entrichten in Bitcoin oder Ethereum. Na gut, wie lautet denn der Tipp für die morgige Sneak Preview? Mist, schon wieder die Globuli vergessen. Und ist da schon was eingegangen? Oder? Du hast getippt, und zwar der Charlatan. Ah. Ja, da habe ich, glaube ich, da saß ich noch im Kino in einer langweiligen Szene, habe ich mal ein bisschen geguckt, was da gerade so anläuft und ich weiß gerade nicht, worum es geht, aber ich dachte, weil Scharlatan passt ja ganz gut zu dem Thema Globuli, weil das vertreiben ja nur Scharlatane, deswegen
habe ich gedacht, das könnte passen. Ich weiß gar nicht, worum es da geht. Ich kann mal auf die Schnelle hier versuchen, da was zu finden. Warte mal, Charlatan. Vielleicht ist es auch ein französischer Film. Charlatan oder so. Charlatan. Biografisches Drama Charlatan gerät ein Wunderheiler nach wahren Begebenheiten mit dem politischen System aneinander, das ihn der Homosexualität und Giftmischerei anklagt. Ein Biopic aus dem Jahre 2020. Irgendwelche bekannten Darsteller hier. Nicht, dass ich wüsste. Based on a true story. Ich weiß gar nicht, wo das spielen soll, in welchem Land das steht. Ach, hier steht es. Tschechoslowakei. Tschechoslowakei in den 50ern. Ja. Als Wunderheiler diagnostiziert er das Leiden von Menschen ausschließlich an deren in Fläschchen mitgebrachten Urin. Macht er da auch Geschmacksproben dann oder was macht er? Ja. Mit Intuition, Wissen und Tatkraft hat er es zu Vermögen und Ruhm gebracht, okay. Naja, bleibt spannend. Mal sehen, ob wir den kriegen. Dann kommen wir mal zu den gesehenen Filmen im Heimkino. Heimkino. Ich habe mir den Film, jetzt muss ich mal ganz kurz doch mal nachschauen, der wievielte das nun eigentlich ist. Aus dieser ganzen Eberhofer-Reihe, damit ich hier nicht ganz so dumm dastehe. Habt ihr überhaupt einen von diesen schon mal gesehen, ja? Ne? In der Sneak liefen die auch also manchmal. Also ich nicht, ne? Aber Chris hat sie gesehen, ja. Mhm. Also 2, 4, 6, ja, es ist das siebte. Siebte Film, Kaiserschmarrn-Drama gesehen. Der lief ja vor nicht allzu langer Zeit auch im Kino und ich habe mir den jetzt mal ausgeliehen hier online. Und diese bekannte Eberhofer Kriminalreihe. Da spielt halt Sebastian Betzel in der Hauptrolle zusammen mit Simon Schwarz, einen Polizisten im bayerischen Hinterland in so einem kleinen Kaff. Und in diesem Kaff passieren halt immer die außergewöhnlichsten Dinge, also von irgendwelchen Drogenanbau bis sonst was. Dazu natürlich die ganzen skurrilen Charaktere, die dort in der Provinz leben und das ergibt so eine wilde Mischung. Mittlerweile ist ja eine richtige Serie. Es gibt ja, wie gesagt, sieben Filme, die auch aufeinander irgendwie so ein bisschen aufbauen, weil es gibt so fortlaufende Handlungsstränge, es gibt Sachen, ja, es gibt Figuren, die dann nicht mehr da sind und wo man dann echt traurig ist, dass die dann nicht mehr dabei sind. Und ja, und in diesem neuen Film, Kaiserschmarrn-Drama, gibt es tatsächlich einen Serienkiller in diesem kleinen Kaff und er muss sich dann damit beschäftigen, der Serienkiller, also es gibt bis jetzt zwei Leichen, die eine ähnliche Art und Weise umgebracht wurden und Sebastian Betzel alias Franz Eberhofer muss dann oder ermittelt dann und natürlich kommt auch wieder die Frau, die er im vorhergehenden Film kennengelernt hat, von der Soko aus München zu Besuch, weil die sagt, oh, Serienkiller, das ist unser Thema und muss sich dann mit ihr arrangieren, was dann so eine Art in Anführungszeichen Wettkampf wird, wer zuerst die Hinweise findet, weil er lässt sich natürlich nicht von seinem Fall abziehen und zusammen mit Simon Schwarz, der am Anfang des Films im Krankenhaus ist, weil er gab es einen kleinen Unfall mit dem Auto und wo beide im Auto saßen und er ist halt im Krankenhaus gelandet mit der Hüfte und er ist quasi den ganzen Film in so einem Rollstuhl, wird er umhergefahren und sehr, sehr lustig. Ich habe wieder total gelacht. Also wer das so mag, diesen Humor, das ist halt so eine Mischung aus wirklich bayerischer Provinz und wirklich ganz modernen Themen, die plötzlich in diese Provinz da einfließen, von irgendwelchen sozialen Medien bis sonst was. Also das eine Opfer hatte zum Beispiel im Internet so Livestreams gemacht und sowas und es können natürlich da viele in diesem Ort da überhaupt nicht kapieren, was da überhaupt gemacht wurde und so und was die da getan hat. Und also von mir gibt das auf jeden Fall eine sehr hohe Wertung von 8 Punkten, weil ich hatte so viel Spaß wieder und die Sachen, die raushauen, die sich gegenseitig an den Kopf werfen, ist einfach herrlich. Ne? Wunderbar. Kaiserschmarrn-Drama. Für jeden und jede empfehlenswert, die das so mag. Für euch ist das was oder eher nicht so? Oder? Ich glaube schon. Ja. Kann man reingucken. Genau. Also ich habe das auch alles auf Disc hier. Ich kann euch das gerne mal bereitstellen. Also mit dem ersten Film Dampfnudelblues von 2013. Ich habe es alle hier vor mir, Winterkartoffelknödel, Schweinskopf al dente, Grießnockel, Affäre, Sauerkraut, Koma, Leberkäse-Junkie und jetzt Kaiserschmarrn-Drama. Weil da immer so lustige Namen. Naja, okay. Wenn Interesse besteht, meldet euch.
Ich habe noch geschaut, Der Spion, den hatte der Chris vor einiger Zeit in der Sneak Preview gehabt. Ich auch. Ach, du warst auch mit? Okay. Ja. Mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle. Und als ich gesehen habe, dass es den hier zum Ausleihen gab bei Sky, habe ich gedacht, oh, kam gerade irgendwie nichts und es war jetzt hier, ich hatte ja noch frei und so. Und da habe ich den mal geklickt und ich konnte mich erinnern, dass ihr den gut besprochen hattet. Und ja, ich muss sagen, ich bin absolut nicht enttäuscht worden. Ich habe es schon während des Films ja geschrieben, habe mich für die Empfehlung bedankt. Es geht halt darum, dass Benedict Cumberbatch, ganz kurz für die, die es nicht mehr wissen, der arbeitet so als Handelsvertreter, ist so ein bisschen in der Welt unterwegs, zur Zeit des Kalten Krieges, im Ostblock so ein bisschen, aber nicht so viel. Und eines Tages tritt der MI6 zusammen mit dem, ich glaube, amerikanischen Geheimdienst zusammen an ihn heran, weil die brauchen jemanden, der gewisse Informationen aus Moskau rüberschmuggelt, weil da gibt es offensichtlich jemanden, der sich mitteilen möchte, der den Frieden im Sinn hat und möchte Informationen von den Russen teilen, damit der weltweite Frieden eben gewahrt bleibt. Und um diese Informationen rauszubekommen, relativ unverdächtig, wird eben dieser Handelsvertreter angeworben. Da wird so eine fingierte Handelsdelegation aufgesetzt, die eben Handelsbeziehungen aufbauen soll zwischen England und Russland und oder damals Sowjetunion. Und am Rande dieser Handelsdelegation treffen die beiden sich dann auch zum ersten Mal und lernen sich auch so ein bisschen als Freunde schätzen. Und da gibt es dann auch natürlich Gegeneinladungen nach England und ja, parallel natürlich immer dieser Schmuggel von Informationen, was aber immer auf Messers Schneide steht, weil natürlich da höchste Strafen draufstehen. Und wie es ausgeht, möchte ich mal nicht verraten. Auf jeden Fall ein sehr, sehr sehenswerter Film. Ist mal nicht so diese James Bond Schießerei-Agenten-Action, sondern eher so wie dieser Film Bridge of Spies von Steven Spielberg mit Tom Hanks, oder? Mit Tom Hanks, genau, der auch so großartig war, also wie die dann so diesen Agentenaustausch da machen. Und hier Der Spion schlägt ungefähr in dieselbe Kerbe, ist richtig gut und sehr gut gespielt und trotz seiner Ruhe ist der total spannend. Ich fand ihn total spannend. Also jedes Mal, wenn der irgendwo gewesen ist, man denkt, oh Gott, hey, der wird bestimmt abgehört oder irgendwas oder irgendwas ist da. Und er spielt das auch so gut und die Freundschaft ist so richtig greifbar da in dem Film, was sich da entwickelt zwischen den beiden. Weil jeder hat ja auch Angst um den anderen dann und so. Großartiger Film, also von mir auch 8 Punkte jetzt mal noch nachgereicht. Und ja, wollen wir noch weitermachen, ja? Oder könnt ihr noch zuhören? Ich bin kurz eingeschlafen. Okay, das ist ein bisschen langweilig, weil ich habe nur heute was. Ich habe nachher bei den Serien was. Ja, okay. Dann, also freut euch auf die Serien. Ich habe Megalodon Rising geguckt. Ein Film, der so ein bisschen in diesem Fahrwasser von Mac, von diesem Film, kam. Es ist allerdings so eine, wie heißt diese üble Bude, diese Filmproduktionsbude, die immer nur diese Billigfilme machen. Komme gerade nicht auf den Namen. Ist leider von diesem Ding. Ich hatte mir den hier mal geklickt gehabt und ja, ich sag nicht viel, der ist scheiße. Also nicht nur im Sinne von lustig scheiße, sondern der ist einfach nur scheiße. Also der ist nicht gut, der Film. Also weder auf irgendeine ironische Art oder noch auf irgendwas anderes. Es geht irgendwie darum, dass die US Navy, die hat irgendwie so ein Gerät erfunden, mit dem sie da so quasi so eine Unterwasserdrohne, würde ich es mal nennen. Und da geht ein bisschen was schief und letzten Endes ist dann auch irgendwie so ein Das Ganze spielt die ganze Zeit nur auf irgendwelchen Kriegsschiffen von der US-Armee und man sieht aber auch irgendwie die schlechte Kulisse und selbst die Gegner, also da gibt es dann auch irgendwelche Chinesen, die da rumkreuzen, die sind komischerweise auf demselben Schiff, also zumindest von den Kulissen her. Und irgendwie, also, aber es ist, also die Haie selbst sieht man irgendwie nur so, ach, ich weiß nicht, minimalst, also wenn überhaupt, von der ganzen Spielzeit vielleicht irgendwie nur so 1% oder so. Und die sind auch voll schlecht und die Action ist schlecht und ich kann das nicht empfehlen. Also, oder war das Megalodon? Ich weiß gar nicht, Megalodon oder Megalodon Rising? Also, keine Ahnung, einer von den beiden war das. Ich gucke nochmal nach, ich schreibe es dann in die Filmbeschreibung rein, weil ich habe gerade gesehen, da gibt es noch einen und der hat eine ähnliche Story. Da ist auch irgendwas mit Schiffen und, also 2 Punkte maximal, also. Und noch Super Intelligence, ich glaube, da brauche ich auch nicht viel sagen. Ein Melissa McCarthy-Film.
der auf Sky, den hatte ich mir aufgezeichnet. Das, ich habe irgendwie gelesen, Super Intelligence, irgendwas ist da mit einer, ja, mit einer AI, die irgendwie so ein bisschen eigene Sachen übernimmt. Und dann habe ich aufgenommen und dann habe ich gesehen, oh, Melissa McCarthy, jetzt habe ich es einmal aufgenommen, jetzt gucke ich es mal. Melissa McCarthy, was macht die eigentlich? Ich habe schon wieder die Hälfte vergessen, hier merke ich gerade. Die lebt halt so ihr Leben vor sich hin und plötzlich stellt sie fest, dass irgendwie ihre ganzen elektronischen Helferlein und sowas mit ihr Kontakt aufnehmen und richtig mit ihr reden. Im Original gesprochen von James Corden und übernimmt auch die Synchronstimme, die sonst immer so, glaube ich, James Corden hat in der deutschen Synchro. Und sie lebt getrennt von ihrem Freund, hat sich da mit ihm getrennt. Der wird gespielt von Bobby Cannavale. Und ja, diese künstliche Intelligenz hat irgendwie gerade so die quasi so das eigene Bewusstsein entwickelt und sie möchte gern feststellen, ob die Menschheit es wert ist, irgendwie vernichtet zu werden, um quasi ganz neu anzufangen, oder ob die künstliche Intelligenz irgendwas finden soll, um der Menschheit zu helfen. Und als Objekt der Studie hat sich die künstliche Intelligenz Melissa McCarthy ausgesucht und beobachtet sie dann und will dann auch Sachen, greift in ihr Leben ein, überweist ihr plötzlich mal irgendwie 20 Millionen Dollar auf ihr Konto, um zu gucken, was sie damit macht. Und die künstliche Intelligenz von irgendwelchen dubiosen Konten von bösen Leuten abgezogen hat, einfach mal. Aber was jetzt klingt wie, ja, dann sind die bösen Leute hinterher. Nee, also gar nicht. Also es geht nur einfach darum, wie geht Melissa McCarthy damit um, dass plötzlich ihr ganzes Leben von irgendwas beobachtet wird und alles kommentiert wird, weil kommen natürlich ständig auch irgendwelche Kommentare und die künstliche Intelligenz versucht sie dann mit ihrem Ex-Freund wieder zusammenzubringen und ach, alles. Es ist nicht ganz so unerträglich wie manche andere Melissa McCarthy-Filme, das sei dazu gesagt. Und dieses Thema künstliche Intelligenz ist hier ganz nett gemacht, weil da gibt es dann auch so eine Agentur, wo sie arbeitet und so, wo sie dann da reinrutscht, weil sie da doch ein paar Kenntnisse hat und so. Also wie gesagt, es ist auf Melissa McCarthy-Niveau ist es schon fast Oscar-verdächtig, aber trotzdem so im Vergleich mit anderen Filmen gebe ich hier mal 5 Punkte. Also läuft auf Sky, kann man mal gucken, ist ganz okay, aber ich glaube, ich hatte da so ein bisschen mehr Spaß als bei Wanda, mein Wunder, wo ich auch 5 Punkte gegeben habe. Also ist vielleicht 5,5 oder so, aber ist jetzt definitiv nicht der große Wurf. Und wenigstens sind keine Fäkalien-Sachen dabei. Ja, oder ich habe sie verdrängt. Deswegen Super Intelligence of Sky. Nicht direkt ein Tipp, aber ja, ganz nette Geschichte. Das war's von mir mit Heimkino. Jetzt muss ich erstmal einen Schluck Tee trinken. Ich hätte eigentlich den Bamba abfahren können in der Zwischenzeit. Kinocharts und Neustarts. Was haben wir denn in Stuttgart? Encanto wird jetzt langsam nach unten durchgereicht, nachdem es ja mittlerweile auf Disney Plus läuft. Platz 5 nur noch und nur noch eine Vorstellung. Ja, Moment. Ich hab gerade. Da mache ich weiter. Kingsman. Nein, ich hab's schon. Ja, okay. Kingsman, The Beginning. The Kingsman, The Beginning, also The Kingsman. Auf Platz 4, Neueinsteig. Gibt's erst seit Donnerstag. Habe ich Gutes gehört in meiner Filterbubble. Also soll ganz stimmig sein und fetzig und so, soll gut abgehen. Platz 3 für Matrix Resurrections. Platz 2, House of Gucci. Oh, ist wieder hochgegangen, siehst du mal. Und Platz 1 immer noch Spider-Man No Way Home. Ja. Sehr guter Film. Sehr guter Film. Ich werfe mal einen Blick rein, was in den USA. In den USA ist auch Spider-Man auf 1. Oh, hat mittlerweile in den USA 613 Millionen eingespielt. Weltweit ja, glaube ich, über 1 Milliarde mittlerweile. Ne? Sing 2 ist auf Platz 2 und Kingsman auf Platz 3 in den USA. So, und was startet neu? Was haben wir denn da? Scream startet neu. Weitere Fortsetzung der Horror-Slasher-Reihe mit Neve Campbell und Courtney Cox. Den muss ich gucken. Aber warum heißt denn der eigentlich schon wieder Scream? Ist es dann von vorne oder ist es Scream 5? Das finde ich auch verwirrend dann, oder? Ach, jetzt halt der drum. Es ist halt Scream 2022. Ja, aber wie wird es dann. Da gab es doch auch, was war das, Texas Kettensing Massacre, was auch genauso, Texas Chainsaw Massacre und so, das ist immer dann total verwirrend, wenn du dann vor dem Blu-ray-Regal stehst, dann weißt du nicht, welche ist denn das jetzt, musst du das rausnehmen und so. Es gab auch eine Serie, die hieß einfach nur Scream. Ja, das fällt ja dann auf, wenn du so eine DVD-Box hast mit
mehreren oder Blu-ray-Box. Aber wenn du im Mediamarkt oder irgendwo anders stehst, dann siehst du Scream, ah geil, der neue, und kaufst und ach nee, ist doch der alte. Hm. Naja. Spencer, hey, den hatten wir in der Sneak Preview. Wenn ihr euch mal gepflegt mal so 2,5 Stunden langweilen wollt und ein bisschen royales Flair haben wollt, dann guckt das mal an mit der Frau aus den Vampirfilmen, aus den Glitzervampirfilmen in der Hauptrolle. Hallo Spencer. dann läuft an Tiefe Wasser. Star besetzter Psychothriller, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Patricia Highsmith, der talentierte Mr. Ripley hat die gemacht. Es spielt mit Ben Affleck, Ana de Armas. Mehr musste man nicht wissen, ne? Nee, die hat übrigens gern Super Mario gespielt, habe ich gehört. Ich sehe gerade bei filmstarts.de steht der Film zum Beispiel gar nicht drin, weil ich wollte gerade ein bisschen nach Story gucken. Und da heißt Scream 5 bei Filmstarts, witzig. Pleasure steht hier noch. Drama um eine 19-jährige Schwedin, die in Los Angeles der nächste große Pornostar werden. Warum kriegen wir sowas nicht in der Sneak, ha? Frage ich mich ernsthaft. Dann kriegen wir hier so ein Wanda, mein Wunder hier. Nee. Ja, Egalité, Familiendrama und zweite Regiearbeit von Kida Kote Ramadan. Den ich sehr, sehr, sehr mag. Die Serie Four Blocks ist der absolute Hammer. Beste deutsche Serie. Familienvater Attila Burad Yigit wird von einem auf den nächsten Moment der Boden ohne Füßen weggezogen. Seine Teenie-Tochter Leila Dunya Ramadan braucht eine scheinbar ungefährliche Mandeloperation, erwacht nach der Narkose jedoch blind. Okay. Der Kida Kote Ramadan, der ist auch hier im Ländle. Ich sage jetzt nicht wo, weil das ist ein anderes Kino als unser Lieblingskino und stellt dort seinen Film vor. Und da habe ich echt gezuckt, ob ich mal hingehe. Ja. Was für ein anderes Kino? Ich weiß nicht. Ja, da gibt's ja eins mit einer sehr, sehr großen Leinwand. Und andere Kinos? Genau. Und fand ich ein bisschen schade, weil ich dachte, wäre schön, wenn Innenstadtkinos gekommen wäre auch. Das wäre geil gewesen. Ja. Was ist das hier? Ein Drama. Lunana, das Glück liegt im Himalaya. Das reimt sich ja gar nicht. Lunana, das Glück. Herzlich willkommen am Himalaya! Worum geht's denn da? Lass mal gucken. Uygyen lebt in Thimphu, der Hauptstadt von Bhutan. Der junge Mann träumt davon, im Ausland als Musiker durchzustarten. Doch er ist gezwungen, sein letztes Ausbildungsjahr als Lehrer, im Lunana-Tal an den Hängen des Himalaya zu fristen. Mal gucken, wo du hinversetzt wirst. Ha? Dort befindet sich ein Dorf, im Dorf Ledi, in 4000 Meter Höhe, die wohl isolierteste Schule der Welt. Ein Dutzend Kinder finden sich hier zusammen, um unterrichtet zu werden. Während die Dorfgemeinde, möchte er dieses Leben hinter sich lassen. Dann verliebt er sich in die Sängerin Sandon, deren Lieder sich ganz der mythischen Kraft des Gebirges verschreiben. Ah, okay. Puh. Also wenn einer von deinen Kids nicht spurt, Chris, dann musst du sagen, ihr kommt nach. Wie ist die Schule da? Himalaya. Nee, warte. In Ledi. Mit L-H-E-D-I. Okay. Es läuft außerdem noch an Gloria Mundi, Rückkehr nach Marseille. Eine bittersüße französische Familiendrama, das die Kluft zwischen den Generationen offenbart. Läuft er im Gloria eigentlich? Wegen weiß, Gloria Mundi. Weiß man nicht. Ah, see what you did there. Okay. Wundert mich ja, dass wir mit denen nicht in der Sneak hatten. Wir haben doch so fast alle französischen Filme der letzten Jahre bei uns in der Sneak gehabt. Weißt doch gar nicht, was morgen kommt. Ich hätte gerne den Pornofilm, bitte. ist morgen mein erster Arbeitstag wieder nach einer langen Urlaubszeit hier und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich mein Kennwort noch weiß von meinem Rechner, wenn ich mich morgen hier im Homeoffice einlogge. Mal schauen. Was haben wir noch so? Serien. Ah, jetzt ist der Kate ihre Zeit gekommen. Muss hier klicken. Hier. Serien. Du sagst es richtig. Meine Zeit ist gekommen, um eine Serie vorzustellen, die ich toll finde, die du scheiße findest. Was hast du gesagt? Ich finde die gar nicht so schlecht, wer weiß. Ja. Also, ich habe mir nach langem Hin und Her die Serie Big Sky auf Disney Plus angeguckt. In Big Sky geht es um ein Detektivbüro. Also ganz am Anfang der Serie ist es ein Mann, gespielt von, jetzt habe ich schon vergessen, wie er hieß. Vielleicht finde ich es auf die Schnelle raus. Keine Ahnung.
Wen meinst du denn? Der ist nicht lang dabei. Du meinst Ryan Phillippe, der bei Eiskalte Engel mitgespielt hat und so. Genau, das war mein Sell für die Serie. Da habe ich gedacht, das ist cool, den hätte ich gerne wiedersehen. Also das Plakat, also die Werbung für die erste Staffel ist ja auch mit Ryan Phillippe auf dem Plakat. Und eben seiner Frau und seiner Detektivpartnerin. Und in der ersten Folge sind die auch alle drei noch da. Spoiler! Die Detektivpartnerin und Ryan Phillippe nehmen einen Fall an, wonach Mädchen sind verschwunden. Du siehst es auch, die werden entführt von einem Trucker und die sind halt quasi privat verbandelt mit dem Detektivbüro und deswegen nimmt er sich diesen Fall an und dann fährt er dahin, wo die das letzte Mal gesehen wurden und stößt da eben auch auf Probleme, dass zum Beispiel die Polizei das Ganze nicht ernst nimmt und alles ein bisschen seltsam ist und keiner will ihm irgendwie helfen und ist alles ein bisschen creepy und die sind einfach spurlos verschwunden und dann verschwindet er auch quasi. Also ich sage jetzt nichts mehr dazu. Er ist halt plötzlich quasi auch verschwunden und seine Frau und seine Detektivpartnerin machen sich Sorgen und gehen dem Ganzen nach, weil er sich nicht mehr meldet, nicht zurückkommt. Er ist verschwunden, genauso wie die Mädchen. Und sie finden dann raus, dass es einen Zusammenhang mit verschwundenen Prostituierten gibt, die auch einfach spurlos verschwinden und gehen dem Ganzen halt nach. Was ich sehr interessant fand, weil die Geschichte, die sich dahinter verbirgt, also auch wenn dann der Fall nach mehreren Folgen aufgelöst ist, zieht sich das trotzdem weiter. Also bis jetzt, die erste Staffel ist zu Ende, die erste Folge der zweiten Staffel ist veröffentlicht worden, da kommt jetzt jede Woche eine neue Folge und wir haben immer noch Teile dieses roten Fadens aus diesem ersten Kriminalfall, was ich sehr spannend finde, was auch, finde ich, sehr gut durchdacht ist. Man kann natürlich meckern, dass sich drei Frauen gegen ihren Entführer hätten besser wehren können. Man muss dazu sagen, das eine ist ein Anfang 20-Jährige und das andere ist eine 17- und eine 16-Jährige. Dass die nicht klar denken, ist auch okay. RCS. Ja, RCS. und wobei mir das schon klar war, als die Prostituierte in das Auto von dem Trucker stieg, das hat man, denke ich, direkt gesehen, dass sie ein R ist. Ein S. Aber das ist auch egal. Also ich bin ja Fan von so Crime und ich habe ja auch Private Eyes geguckt, also auch als Detektive oder Privatermittler und so. Ich fand, das ist jetzt nicht meine Lieblingsserie von all diesen Crime-Serien, die ich mag, aber ich habe schon deutlich schlechtere gesehen. Und jeder, der sich dafür interessiert, sollte mal reinklicken, denke ich. Die Schauspielerin, die die Ehefrau von dem Ermittler spielt, kam mir die ganze Zeit bekannt vor und dann war mir auch klar, woher. Die hat eine Zeit lang bei Bones mitgespielt, was ja auch eine Crime-Serie ist. Deswegen kam mir sie so direkt vertraut vor. Aber die müssen ganz schön viel einstecken in der Serie, was ein bisschen unrealistisch ist, aber es gibt andere Serien, die sind noch viel unrealistischer. Deswegen ruhig mal reinklicken, wer eben so Crime und Mordfall und Detektivspielen und so gerne sieht. Und auch die Entwicklung eines Psychopathen, die da sehr gut dargestellt wird. Deswegen. Also von mir eine Empfehlung. Ich glaube, dem Erik hat die Serie nicht gefallen. Zumindest hat er das angedeutet am Anfang. Ganz dezent. Ganz im Subtext angedeutet. Du fandest sie total Banane. Ich nenne dir mal Serien, die sind noch viel schlimmer. Also von daher. Ich sag mal so, das ist eine gute Serie. Ich bin bei Big Sky mit sehr viel Enthusiasmus rangegangen, weil ich mag wegen Ryan Phillippe. Nein, wegen David E. Kelly, der ja auch wirklich gute Serien gemacht hat. Also der hat ja bei Boston Legal, bei Big Little Lies, die fand ich gut. Ich bin damit echt viel und dann Ryan Phillippe, dachte ich, oh cool, den mal wiederzusehen. Ich wusste gar nicht, dass der noch irgendwas macht oder so. Ewig von der Bildfläche verschwunden gewesen und so. Ja, aber es hat halt echt nicht funktioniert bei mir. Und ist leider so.
ich weiß, es gibt eine Fanbase, die feiern das ab. Ich kriege das auch in der Filterbubble mit, aber für mich war das dann nichts. Bei mir war halt der Vorteil, ich habe es jetzt halt an einem Stück geguckt. Ja, du hast es ja zu der Zeit geguckt, wo jede Woche eine Folge kommt. Nee, ich hatte und bei mir ist 5, 6 Folgen kamen, da ja, waren okay. Da schon da. Yeah. Und dann musste ich immer warten auf die nächste und dann. Aber so ist es mir halt auch ergangen bei Serien, die immer nur wöchentlich rauskommen. Also ich rede jetzt nicht von Serien wie The Book of Boba Fett oder so, sondern eher so wie Blackout und Scott and Hooch und so. Serien, die ich wirklich interessant fand, wo es mich aber genervt hat, dass ich immer eine Woche warten muss. Und dann habe ich in der Zeit irgendwas anderes geguckt und dann dachte ich so, ach, warte mal, müssten da jetzt nicht mittlerweile wieder 2 neue Folgen da sein? Also ich finde immer Serien, die man am Stück gucken kann, catchen einen mehr, weil du dann total drin bist. Und so verlierst du dich immer wieder über 6, 7 Tage. Dann vergisst du, dass ja eigentlich heute eine neue Folge kommt. Und holst sie dann am Wochenende nach und dann brauchst du auch dieses, was bisher geschah. Ich skippe das ja jetzt immer, wenn ich eine Staffel komplett durchgucke, weil ich habe die Folge gerade erst gesehen. Ich muss nicht wissen, was in der letzten Folge passiert ist. Ich glaube, man kommt besser rein, wenn man die Serie im Ganzen eine Folge nach der anderen schaut und nicht eine Woche dazwischen Pause machen muss. Ja, aber wie gesagt, dieser rote Faden. Wenn einen die Serie verliert, bloß weil man eine Pause machen muss, dann stimmt auch irgendwas nicht. Jein. Also, du weißt schon, wie es ist. Es kommen 10.000 andere Sachen dazwischen, dann hast du eigentlich gar keine Zeit zu gucken und so. Und dann guckst du halt nur am Wochenende. Und, dann hat es einen, wie gesagt, ja auch nicht so sehr gerissen. Sachen. Da können wir gleich mal überleiten zu Book of Boba Fett. Ja, aber jetzt gleich sofort. Aber jetzt mal abgesehen von zum Beispiel Only Murders in the Building. Das ist eine Top-Serie. Das ist eine richtig, richtig gute Serie. Aber ich hatte zwischendrin auch immer, wann kommt denn jetzt eigentlich die neue Folge? Ist die jetzt schon da? Wann gucken wir die denn jetzt? Und ach nee, jetzt müssten ja schon 2 Folgen da sein. Weil eben diese Woche immer dazwischen ist. Das ist der Alltag kommt dazwischen und das heißt nicht, dass die Serie nicht gut ist. Das heißt einfach nur, dass du sie in dem Moment aus den Augen verlierst, weil du 10.000 andere Sachen in deinem Leben machen musst. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, klar. Also zumindest geht es mir so. Das heißt nicht, dass die Serie schlecht ist und mich verliert. Das ist einfach nur, es ist einfacher für mich, Serien gut zu finden und mich in die Serien reinzuversetzen, wenn ich zum Beispiel gleich eine ganze Staffel gucken kann. Das meine ich damit. Und deswegen glaube ich, dass die Serie Big Sky besser funktioniert, wenn man sie am Stück gucken kann. Möglich, ja, möglich. Also ich werde trotzdem nicht nochmal da anfangen. Also deswegen. Ja, das ist ja auch okay. Aber wenn wir gerade beim Thema sind, hier wöchentlich gucken und Only Murders in the Building, ist mir gerade noch was eingefallen. Heute Nacht gibt es ja die Golden Globe Awards. Die werden allerdings nur online, also gibt es keine Show diesmal. Und da ist nämlich Only Murders auch nominiert und bei Beste Serie Drama sind nominiert Lupin, The Morning Show, Pose, Squid Game und Succession. Die ganzen Darsteller nenne ich jetzt mal nicht, die da so nominiert sind, aber da ist zum Beispiel bei Beste Serie Komödie Musical ist The Great, Hacks, Only Murders in the Building, Reservation Dogs, den hatten wir mal in der Fortsetzung Volk besprochen und Ted Lasso. Ja, Ted Lasso ist toll. Bei Reservation Dogs habe ich nicht mal eine Folge geschafft. Ja. Komplett Banane. Ja. Ich fand es auch nicht so. Deswegen, die anderen haben es aber alle total abgefeiert. Ich habe überlegt, ob ich da nochmal reinschaue, weil das war so ein bisschen ruhiger erzählt. Und der Macher des Ganzen, Taika Waititi, der hat eigentlich immer einen guten Griff für sowas, für Personen und Humor und so. Okay, was machen wir jetzt als nächstes? Book of Boba Fett oder Cobra Kai Staffel 4? Ich habe keine Ahnung. The Book. Dann mach doch mit The Book. Müssen wir einen Spoiler-Tag machen, oder? Müssen wir? Hallo, das ist seit Mittwoch draußen. Also. Ja, okay. Also wer das nicht gesehen hat, bei dem ist eh alles verloren hier. Aha. Aber das ist zum Beispiel so ein Beispiel, weißt du, da, ja, das kann man jede Woche gucken, diese Star-Wars-Serien und diese Marvel-Serien. Und bei den Sachen, die einen interessieren, da merkt man sich auch den Tag, an dem die neu rauskommen. Und dann freut man sich schon am Dienstag, dass Mittwoch die neue Folge kommt und so. Jetzt bin ich aber doch gespannt. Warum bist du jetzt bei Book of Boba so hyped? Nö, weil es halt Star Wars ist und weil ich immer noch hoffe, dass irgendwie der Punkt kommt, wo es mich richtig reißt. Und
die zweite Folge fand ich schon besser als die erste, muss ich sagen. Insbesondere auch diese, ich sag mal so, diesen Western-Standoff und dieses Western-Setting, was da war, mit dem Zug, den sie überfallen. Das ist wie wenn sie da irgendwie im Wilden Westen so ein, ja, so ein Postzug ausrauben oder sowas, ne, so ähnlich. Oh, das mochte ich sehr, weil das war so Mandalorian-Vibes, ne? Was ich dann wiederum nicht so mochte, waren wirklich so diese, wo sie das so krampfhaft versuchen, in diesen restlichen Star Wars-Kanon reinzubringen. Das war eigentlich das, was ich bei Mandalorian auch so geschätzt habe, dass er so eine eigene Geschichte erzählt hat, die mich richtig reingezogen hat, die richtig gut war. Und hier versuchen sie halt immer so ein bisschen, ja, und übrigens, ja, da gibt's den und da gibt's das und dies und jenes und so. Also hundertprozentig warm bin ich noch nicht, aber ich fand sie schon wesentlich besser als die erste Folge. Vielleicht ist es auch so ein Slowburner bei mir. Ich muss da noch mehr kommen. Aber die Western-Folge, die Westerns, oh, fand ich super, wie die das so vorbereiten und wie er in den Saloon, nenne ich es jetzt mal, in den Saloon reingeht, ja, und wie er da aufräumt und so. Das fand ich so großartig. Die zwei Typen, die da am Tisch sitzen, herrlich. Ja. Ja, ja. Also ich fand es eigentlich auch ganz cool. Es hat mir da sehr, sehr viel Spaß gemacht, da reinzuschauen in diese Welt, wie von Boba Fett, wie sich das alles so weiterentwickelt hat, welchen Stand er hat bei tatsächlich diesen Sandmenschen dann auch, was ich super toll fand, dass die jetzt auch mal da wirklich eine Story auch noch kriegen, eine Geschichte dazu kriegen, was bei denen so abgeht. Ganz arg viel coole Szenen, ganz arg viel cooles gemacht wieder. Erzählt die Geschichte konsequent, wie ich finde, weiter, passend zur ersten Folge. Mir macht es super viel Spaß, das anzusehen, weil, ja, wie gesagt, es sind so viele coole Star Wars Elemente einfach drin und ich bin gespannt, was da noch kommt. Es gibt ja wildeste Theorien hier im Haushalt. Ich habe Theorien aufgestellt, ja. Ja, sag ja. Wir werden sehen. Also ich finde, die zweite Folge macht perfekt da weiter, wo die erste aufgehört hat. Deswegen, mir gefällt es. Ich bin da immer noch voll bei. Ich auch. Schöne Serie. Weiter so. Ja, wie du schon gesagt hast, Chris, es ist einfach ganz nett, dass die Tastenräuber jetzt halt auch mal ein bisschen mehr Tiefe gekriegt haben, wie man so schön sagt. Ja, das fand ich auch sehr gut, dass eben nicht nur so die Wilden, sondern dass dann wirklich gesagt wird, warum die da sind und wie und was. Und ja, dann so schön diese, wirklich, ich kann nur noch mal drauf zurückkommen, diese Western-Elemente bis hin zur Musik und allem, das hat so richtig schön gepasst. Und das mochte ich auch bei Mandalorian sehr, dass es eigentlich ein Western war im Weltraum. So diese, hat mich so ein bisschen an, ach Gott, jetzt habe ich es vergessen, diese andere Weltraumserie mit dieser wild zusammengewürfelten Hook. Ja, vielleicht komme ich noch drauf. Und sprich dich aus, alles gut. Bin gespannt, was dann in der nächsten Folge dann ist, weil gerade so diese Rückblenden, wie er bei diesen Sandleuten da mehr und mehr Respekt bekommt und wie er auch mit denen umgeht und so weiter, das finde ich eigentlich spannender als die andere Geschichte. Ich auch. Ja. Davon hätte ich lieber nicht. Viel mehr ich als. Ich finde beides relativ spannend. Ja. Ja, okay, ja, vielleicht dreht sich's noch. Alleine. Mal gucken. Ja, vielleicht dreht sich's noch. Mal gucken. Und du hast noch, auch muss man sagen, mit dem Rest der Welt zusammen Cobra Kai Staffel 4 geguckt, nehme ich an. Ja, also, ja, wobei ich habe ja alles andere bisher auch immer geguckt und hier immer drüber gesprochen. Deswegen, ja, Cobra Kai. Die aktuelle vierte Staffel erzählt kontinuierlich die Filme in anderer Reihenfolge weiter. die Karate Kid Filme. Es ist echt krass. Also jetzt haben sie Terry Silver ausgegraben aus Karate Kid 3, also Thomas Ian Griffith, der damals Daniel-san trainiert hat und zu einem Cobra Kai machen wollte und so mit Psychospielchen und was weiß ich was alles, wo es da fast zum Bruch mit Mr. Miyagi kam und so. Der ist jetzt wieder da, der ist so Geschäftsmann eigentlich und geläutert und sagt auch, ja, also was er da damals abgezogen hat, das war schon psychisch krank und es tut ihm auch alles leid und blablablub und
eigentlich will er damit nicht mehr so wirklich viel zu tun haben. Aber Kreese, also der Schöpfer von Cobra Kai, der Oberbösewicht, holt ihn in sein Team, weil es kommt zum großen All-Valley-Turnier, natürlich zum All-Valley-Karate-Turnier, jetzt mit Sonderdisziplin. Es ist super cheesy teilweise, es ist echt schlimm. Und es ist teilweise auch so fürchterlich holprig gespielt, und das macht es allerdings auch wieder echt irgendwie witzig. Das All-Valley-Turnier steht also an und es gibt ganz viele Sonderdisziplinen und es gibt eben diese Abmachung, dass wenn das Team von Miyagi-Do, also von Daniel LaRusso geführt, zusammen mit, Achtung, Eagle-Fang-Karate, Eagle-Fang-Karate, das andere Dojo von William Sepka geleitet, also von Johnny Lawrence geleitet, wenn die beiden zusammen gegen Cobra Kai gewinnen, also das Gesamtturnier, dann muss sich Cobra Kai für alle Zeiten zurückziehen. Und das ist das große Ziel. Oder ansonsten müssen die anderen, ja, ansonsten müssen die beiden ihre Dojos aufgeben im All Valley. Es geht um alles. Es geht quasi komplett um alles. Und es werden dann Neuerungen beschlossen im Vorfeld von der Turnierleitung mit hier Einzeldisziplinen und getrennt nach Männlein, Weiblein. Ist ja klar, weil da kann man viel mehr Drama aufbauen, weil es gibt eben den Kampf zwischen Samantha, also der Tochter von Daniel LaRusso, und Tori, die Außenseiterin, wo nach ihrem Platz im Leben eigentlich sucht und sich versucht durchzukämpfen und da diese unglaubliche Fehde mit Sam hat. Der kleine Junge von den LaRussos kommt jetzt auch mal ein bisschen in den Vordergrund und kassiert kräftig, und man sieht auch, dass er ein ziemlicher Wichser ist. Und der muss da auch einiges einstecken und lernen. Und es kommt halt, es spitzt sich darauf alles hinzu, dass halt Cobra Kai sich wieder ganz stark aufbaut, dass ehemaligen Konkurrenten Daniel LaRusso und Johnny Lawrence jetzt noch mehr zusammenarbeiten müssen, jeder mit seinen eigenen Problemchen, jeder mit seinem eigenen Champion in den Reihen, aber eigentlich können sie nur gemeinsam gewinnen und das Beste aus beiden Dojos zusammenführen, damit sie gegen Cobra Kai gewinnen können. Ich weiß schon, ob ich die Serie nicht gucke. Doch, guck sie. Es ist so herrlich. Es ist teilweise so ein wunderbarer Ausflug immer noch in die 80er Jahre, weil Johnny Lawrence einfach, also William Sepka einfach so herrlich in den 80er Jahren hängen geblieben ist. Das ist so unfassbar witzig teilweise. Und ja, wie gesagt, es ist wirklich, wenn man dann die Geschichten da verfolgt und alles oder da halt mit drin ist, dann möchte man es tatsächlich zu Ende gucken. Das ist das, was mich so unfassbar fertig macht. Man will schon wissen, wie geht's denn jetzt aus und wer holt jetzt wie was und wer schafft jetzt warum und wer mit wem und überhaupt. Also die letzte Folge endet mit einem, nicht nur einem, sondern glaube drei oder vier unfassbaren Cliffhangern. Ja. Es kommen dann auch, es kam ja schon in der letzten Staffel der alte Rivale von Daniel-san, wo er in Japan war und da beim Kampf um Leben und Tod damals dem einen an die Nase gepackt hat und pup gesagt hat, für alle die Filme noch kennen, dass sie da der hat ganz am Ende auch nochmal einen Auftritt und es ist echt cool, vor allem die ganzen Drumherum-Geschichten, was da halt gemacht ist. Es klingt so fürchterlich Banane, aber es macht so unglaublich Spaß, es zu gucken. Das klingt so dumm. Und ja, es ist immer noch, wie schon Staffel 1, 2, 3, fürchterlich cheesy teilweise. Fürchterlich hölzern auch teilweise gespielt, aber auf der anderen Seite auch hat es irgendwo diesen Effekt, dass man es gucken möchte und dass man es weitergucken möchte. Deswegen, wer es bisher geguckt hat, soll es auf jeden Fall weitergucken. Es werden halt tatsächlich auch immer noch Rückblicke in die Filme vorgenommen und Szenen aus den Filmen auch verwendet. Das quasi, was ich super spannend finde, wie du aus drei Filmen eigentlich jetzt schon vier Staffeln Serie machen konntest. Es ist großartig. Und ja, guckt's einfach mal rein. Guckt's einfach mal von vorne durch, die vier Staffeln. Und bildet euch ein eigenes Urteil. Es ist halt herrlich, auch die ganzen Filmfehler oder Staffeldrehbuch oder Drehfehler, wenn plötzlich Wassergläser verschwinden oder Positionen ganz anders sind beim Kämpfen oder
Wobei bei den Kampfszenen tatsächlich ein bisschen mehr Dynamik jetzt drin ist langsam. Also man kriegt schon ein bisschen das Gefühl, okay, ab und zu der ein oder andere hat schon so eine gute Bewegung jetzt inzwischen drauf. Ja, die Anschlussfehler, das war ja in den 80ern. Da gab es ja noch nicht so Internet, wo dann irgendwelche Nerds das alles aufgelöst haben. Ja, übrigens, da ist das und das und das und das. Sondern da hat man nicht so drauf geachtet. Ne? Guckt immer, dass alles halbwegs passt. Ne? Deswegen ist es vielleicht auch so ein bisschen so eine Hommage an die 80er. Ich habe letztens hier auf, ist es auf jeden Fall, auf Sky, da liefen irgendwie in so einem Kanal, lief so der alte Arnold Schwarzenegger-Film, der City High oder so. Da waren auch übelste Fehler drin, die mir einfach so beim Nebenbeigucken aufgefallen sind. vielleicht versuche ich es nochmal. Mal gucken. Ich hatte, glaube ich, damals die erste Folge geguckt für Fortsetzung folgt damals und vielleicht gebe ich nochmal eine Chance. Okay, damit ich hier mal das abhake, was seit Ewigkeiten hier im Dokument steht, nur mal ganz kurz. Emily in Paris, Staffel 2, extrem cool, habe ich fertig geguckt. Innerhalb von 2 Tagen durchgebinged, ging es mir wahrscheinlich wie dir mit Cobra Kai. Ich mag das einfach total cool. Diesmal wieder viel mehr von Paris zu sehen, auch viel mehr Gastauftritte von, wahrscheinlich haben viele gemerkt, oh, das ist eine sehr erfolgreiche Serie, die hier in Paris spielt, dann gucken wir doch mal, dass wir damit irgendwie unterkommen, ja. Sehr empfehlenswert, Emily in Paris, mein Guilty Pleasure. Und And Just Like That, da hatte die Kate ja, glaube ich, schon mal vorgestellt gehabt, die Sex in the City Serie, die Fortsetzung. Nein. Nee, warst du das nicht? Nein. Oder hatten wir mal drüber gesprochen? Wir hatten drüber gesprochen, als es darum ging, dass Dexter Neuauflage hat. Off-air sozusagen, okay. Ja, And Just Like That, nee, du hast in der Gruppe geschrieben, dass du, glaube ich, die erste Folge nicht so gut fandest, als die damals raus war. Ich habe nur 2 Minuten oder so davon gesehen. Das stimmt tatsächlich, die erste ist nicht gut, aber es wird wesentlich besser. Es ist wirklich so, die erste Folge war sehr verkrampft, man hat wirklich versucht mit Hängen und Würgen da irgendwie ja keine Scheiße zu bauen und man hat es halt voll gemerkt, die Darsteller waren alle voll verkrampft und deswegen nach der ersten Folge habe ich gedacht, um Himmels Willen. Und dann habe ich dann irgendwie noch 2. Folge und die speziell das Ende der ersten Folge hat mich dazu gebracht, auch weiter gucken zu wollen. Da passiert nämlich was, wo ich dachte, yes, endlich. Die es geschaut haben, werden wissen, was ich meine. Und dann in den nächsten Folgen werden halt wirklich Themen aufgemacht, die dazu passen, die zu der aktuellen Situation passen, die dazu passen, dass eben die Damen jetzt schon etwas älter sind und auch die Welt sich um sie herum verändert hat. Also die Carrie, die schreibt jetzt nicht mehr ihre Kolumne da für irgendeine Zeitung, sondern sie ist halt in einem Podcast und da werden auch Themen aufgegriffen, die weit über das hinausgehen, was sie eigentlich sonst so gemacht hat. Also die Zeit hat sich entwickelt und ich mag die Serie total. Ich freue mich jede Woche auf die neue Folge und klicke mir die dann immer gleich und gucke die dann. Und ja, ich kann es empfehlen. Ist auch so ein Guilty Pleasure von mir wie Emily in Paris. Aber wer es nicht mag, dann vergesst es halt. Aber die es mögen, die werden halt gucken. Es ist halt so wie bei dir mit Big Sky. Alrighty, dann sind wir schon in der Rätselecke, sehe ich hier in meinem Ablaufplan. Dann schwenken wir doch mal rüber. Rätselecke. Kann ich mich ja mal hier zurücklehnen heute? Nee, du musst noch einen Trailer abspielen, denn wir spielen also, Gurz oder Klump. Okay, warte. Lass mal finden. Oh, ist der Bildschirm. Gurz oder Klump. Für alle, die nicht wissen, um was es geht, in Gurz oder Klump werden 3 Behauptungen genannt. Sie können stimmen, sie können auch falsch sein und meine Kontrahenten, in dem Fall der Erik und der Chris, müssen raten, welche meiner 3 Behauptungen richtig und welche falsch sind. Dann schieß mal. Seid ihr bereit? Wer fängt als erstes an mit Antworten? Du. Okay, weil ich dumm gefragt habe. Okay. Ja, genau. Also, meine erste Behauptung. Ich hoffe, wir hatten die Sachen noch nicht, um Gottes Willen. Der Film Joker war 2019 der erste Film mit einem R-Rating, das weltweit mehr als 1 Milliarde US-Dollar eingespielt hat. Muss ich gerade überlegen. War oder falsch? Deadpool war doch früher, der hatte auch ein R-Rating, aber hat er 1 Milliarde eingespielt? Das ist die Frage. Dann sage ich, stimmt. Chris, was sagst du? Ich würde
auch sagen, dass es stimmt. Also mein erstes Gefühl war, dass es stimmt. Und jetzt hat er Erik so, aber ich lasse mich davon obwohl, nicht vorsehen. Moment mal, auch, hat er eine Milliarde eingespielt weltweit? Das ja, jetzt, ja, Moment! Entscheide dich jetzt mal. Also ich sage ja. Weil das war mein erstes Gefühl. Erik, bleibst du bei ja? Ja, bleibe ich dabei. Es ist nämlich korrekt, es steht 1:1. Okay. An der Kinokasse wurde Joker mit 1.074.251.311 US-Dollar generiert. Das war aber ein enges Höschen. Deadpool hatte nur knapp 250 Millionen Dollar eingespielt. Was? Nur? 250 ja. Millionen? Echt? Ja. Ja. Okay. Also nur. Ich finde es immer noch viel. Gut. Meine zweite Behauptung. Ihr habt alle den Film Parasite gesehen, einer der bekanntesten koreanischen Filme der letzten 5 Jahre. Ja. Das Haus aus dem Film Parasite kann für Privatmenschen gemietet werden. Preis allerdings auf Anfrage. Wahr oder falsch? Chris muss als erstes antworten. Das Parasite-Haus kann gemietet werden. Das ist falsch. Erik, was sagst du? Ich weiß, dass sie das für den Film gebaut haben. Und wenn du ein Haus für einen Film baust, dann hast du da so Löcher und Öffnungen für die Kameras und so weiter. Ich glaube nicht, dass das ein echtes Haus ist. Ich sag nein. Ihr habt wiederum beide recht. Es ist ein Fake News von mir generiert. Das Haus ist, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, von Grund auf neu gebaut worden, eben für den Film und dient rein als Kulisse. Deswegen kann es natürlich nicht gemietet werden. Korrekt. Es steht 2:2. Die letzte Frage entscheidet. Und es ist eine Frage, von der ich eigentlich ausgehe, dass ihr es beide wisst, ob es korrekt ist oder nicht. Es geht um den Film Mad Max Fury Road. Okay. Haben wir ein schönes Bild doch jetzt. Aufgepasst. So, das kommt noch. Für den Film Mad Max Fury Road wurden insgesamt 470 Stunden an Material gefilmt. Korrekt oder nicht? Ah, ich bin jetzt erst dran. Kurz überlegen. 470 Stunden der Film geht. Das klingt nach einer sehr konkreten Zahl. Ich sag mal ja. 470 klingt nicht so wie ja, mehr als 400 oder so, sondern ja, ich sag ja. Also der Mad Max Experte ist der Erik. wenn du so Fragen stellst wie ich, dann drehst du einfach irgendeine Zahl um. Überleg, und dann bringst das überzeugend rüber. Überleg bloß gerade, ob das reicht. Ob das reicht, weil bei einem normalen Film. Ja, möchtest du nochmal ändern jetzt? Nee, oder was? Nee. Ich, das war meine Überlegung. Jetzt, drei Fragen ist zweite Mal so. Ja, ist ja, ich weiß aber nicht, ob es richtig ist. Ist, also, ist ja, wenn du es sagst, weißt du, kriege ich wieder neue Input hier. Dann, Moment, wir müssen es anders angehen. Kate, hast du noch eine Schätzfrage vorbereitet? Nee, ich hätte noch eine Stichfrage. Ja, dann. Ja, dann sage ich auch ja. Es ist korrekt. Es ist tatsächlich rechtlich 3:3. Margit Sixel, die den Film schneiden musste, brauchte ganze 3 Monate, um überhaupt mal das ganze Material zu sichten. Es sind tatsächlich 470 Stunden reines Filmmaterial. Ich hätte gern die Uncut-Version mal gesehen. Mit allen 470 Stunden. Nein, ja gut, da sind ja auch viele Doppelungen von Szenen dabei. Die brauchst du nicht sehen. Meine Stichfrage, jetzt müsst ihr mal unterschiedlich antworten, sonst gehen mir die Fragen nämlich aus. Es handelt sich um einen unserer absoluten Lieblingsfilme, die wir alle drei richtig gefeiert haben. Der Film hat Oscars gewonnen über Oscars, und zwar geht es um den Film Shape of Water. Regisseur Guillermo del Toro hat diesen Film ja inszeniert und war unter einem seiner größten Erfolge. Ist es wahr, dass del Toro folgende Aussage getätigt hat? Wenn der Film keinen Oscar-Erfolg hat, wird er keinen Film mehr drehen und als Regisseur zurücktreten. Ist das korrekt? Hat er das gesagt, Chris, oder nicht? Ich glaube, das hat er nicht gesagt. Das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Aber gut, damit hier eine Entscheidung herkommt, sage ich, er hat es gesagt. Er hat es tatsächlich gesagt. Allerdings hat er es nicht nur bei diesem Film gesagt. Er hatte das damals schon bei Interviews gesagt, wo es um den Film Rückgrat des Teufels und Pans Labyrinth geht. Er schwört quasi immer auf seine Filme und ja.
er würde zurücktreten, wenn er kriegt er wahrscheinlich aus Mitleid einen Oscar, damit er weitermacht, oder was? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Erik dieses Engerennen gewonnen. Durch Dusel gewonnen. Eigentlich war es nicht durch Wissen, deswegen werde ich mir mal keinen Applaus jetzt geben hier. Das ist nur fair. Ich wollte eigentlich den. Von mir kriegst du einen Applaus. Die andere. Slow Clap hier. Nein, nur ein Applaus. Nur ein Applaus. Na gut. War schön, danke schön. Okay, also da bin ich durch Dusel beim nächsten Mal dran. Alles klar, dann machen wir doch da mal was. Haben wir sonst noch irgendwas? Achso, ja, ein Hinweis noch. Wir haben auf der Kinocast-Seite mal eine kleine Kooperation mit Audible. Ich will mal auf Phonics sagen, weil das hier mein Ding ist. Audible. Wo der Fabi, den wir auch kennen hier aus der Sneak Preview, und ich ein paar Hörbücher empfohlen haben von Audible, die mit Filmen zu tun haben, nämlich zum Beispiel About a Boy, Ready Player One, wo das Hörbuch wesentlich besser ist als der Film und so weiter. Und so weiter und so fort. Schaut euch mal den Beitrag an auf kinocast.net und mal schauen, bin ja mit Audible noch in Kontakt, ob es da vielleicht mal ein kleines Gewinnspiel gibt, dass wir mal vielleicht irgendwie ein paar Codes verlosen für ein bisschen was oder dass wir vom Team vielleicht mal ein paar Codes bekommen, dass wir mal ein bisschen reinhören können, was da noch so Cooles gibt und mal schauen. Also klickt da mal drauf und dann sind wir auch schon bei den Musiktipps, wenn ich das hier richtig sehe. Klick. Music. Von mir auf die Spotify-Playlist, die da heißt Kinocast-Songs kommt, von Philipp Boa, wo ich festgestellt habe, ich habe da noch gar nichts drauf. Wie kann das sein? Philipp Boa, And Then She Kissed Her. Ich habe von Perry Como, Papa Loves Mambo. Viele P's Mambo heute. Ich gehe mal vom P weg. Nee, ich gehe zu Katy Weezer. Perry? Ach nee. mit Weezer? Island in the Sun. Moment, da muss ich gucken. Den haben wir noch nicht, okay. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ist das hier ein Cover von diesem Islands in the Sun? Nee. Ist nicht, okay. Na denn, sind wir ja heute schon durch hier mit der Schose. Dann werde ich mal was zum Mittagessen machen. Und ja, mal gucken, was dann morgen in der Sneak uns erwartet nach einem harten ersten Arbeitstag. Mal schauen. Wie lange hattest du denn jetzt frei, wenn du das so betonst? 3 Wochen, ne? Also seit vor Weihnachten hier. Naja gut, ich hatte halt den Rest des Jahres kaum Urlaub, ne? Ja, boah, ne? Na, der Chris, der hat ja quasi immer noch, oder? Wann geht's bei euch wieder los? Augen auf bei der Berufswahl. Am Montag geht's bei uns. Ach, auch, okay. Hallo? Also, immer schön. So wissen wir, deine Kinder wieder zur Schule müssen. Immer schön Fenster aufmachen, ne? Und ja, solange der Schnee auf dem Boden nicht schmilzt, ist es nicht kalt genug. Okay. Im Zimmer. Ach so, im Zimmer, der Schnee. Im Zimmer. So, okay. Naja, das kann was werden. Also toi, 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 bleib gesund da mit den ganzen Infektionsherden, wenn die alle aus dem Urlaub wiederkommen und so weiter. Och, ne? Alles super, ist doch alles. Wir haben doch alles im Griff. Ja, sehe ich genauso. Freue mich sehr. Sind viele Vorkehrungen getroffen. Also mittlerweile habe ich hier in meinem Homeoffice ja einen Luftfilter, den ich zu Weihnachten bekommen habe, der so Sachen rausfiltert, aber in den meisten Klassen leider noch nicht. Stattdessen gibt es Kletterwände und neue Mülltonnen und so weiter. Super. Ja, Prioritäten sind ja wichtig. Definitiv. Unbedingt. Oder auch neue Boards hier, wo man dann so dran schreiben kann, wo aber manche Lehrer dann doch mit einem Edding dran schreiben und dann geht es nicht mehr. Ja, auch clever. Ja. Einfach clever, einfach gut, einfach toll. Also, vielen Dank euch fürs Mittagen. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Das waren viele Doppelungen hier. Dann bis morgen, bis nächste Woche. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüssi. Tschüss. Der Kinocast.